dafür müssten wir das hier alles einreißen. Das machen wir jetzt mal. Oh nein, wie kannst du nur? Xelron, bist du völlig verrückt? Ja. Wenn ich jetzt noch die Axt hätte, dann glaube ich, wären wir erfolgreich. Wow. Nicht schlecht. Ja, diese Tinker-Sachen sind echt cool. Definitiv. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt gehen müssen. Aber wir machen das noch. Ich glaube, das reicht. Zack. Und das wird sich hier oben alles verändern. Das wird hier alles anders aussehen. Das kann man jetzt schon sagen. Und wer jetzt denkt, oh, es könnten Monster spawnen, für alle, die später eingeschaltet haben. Monster sind ausnahmsweise aus. Da wir hier wirklich in Ruhe bauen wollen und uns nicht ständig mit irgendwelchen Viechern rumkloppen wollen. Und ja, wir werden, wie gesagt, diese Tinkerschmiede mal umbauen. Diesen kleinen Popelkessel gegen großen austauschen. Ich hatte jetzt zum Schluss nämlich schon Probleme, ja, alles letztendlich einzuschmelzen. Und das sollte so nicht sein. So, und ich würde sagen, unsere Taschen sind wahrscheinlich voll. So sieht das aus. Das werden wir alles, das geht alles, ihr wisst schon wohin, ne? Alles in den Ofen. Ja, die Erde, wie gesagt, behalte ich gerne mal. Und den Stein auch. Also das sind so Dinge, die man immer mal braucht. So, wir müssen ganz kurz was mampfen. So, und dann würde ich sagen, rein. Warum? Ach, das sind Dreierdecke. Das ist eine Dreierdecke. Ich verstehe. Das ist eine Dreierdecke. Ja, wir machen es weg. Ist mir egal, wir machen die komplett weg. Also eigentlich war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert, aber wir machen die komplett weg, die Decke. Wir werden uns hier was völlig Neues einfallen lassen. So, und dann geht's hier weiter. Und den Kappes machen wir auch weg. Oh, Entschuldigung. So, und das kann hier auch weg. So. Ob wir die Steine wiederbekommen, ich habe keine Ahnung. Letztendlich spielt es aber auch keine Rolle. Denn, ja, wir brauchen die nicht zwingend. So, dann machen wir die noch. Ja, da kommen wir jetzt nicht hin. Macht aber nichts. Wir werden hier jetzt gleich, wow. So, jetzt wird es hier aber sehr dunkel. So, und ich würde sagen, wir sammeln das dann doch mal unten ein. So, man sieht auch gleich mehr. Also bitte da ganz kurz Geduld. Das wird gleich besser werden. Nicht, dass es hier ruckelt, weil hier tausend Sachen rumliegen. So, dann holen wir uns nochmal die Steine und dann setzen wir die da oben rein und dann sollten wir es auch bald geschafft haben. Ich bin da ja ganz positiv eingestellt. Ja, mehr haben wir auch schon gar nicht mehr. Das war es dann. Komm mal her, dann können die sechs auch da rein. Was wollen wir da? Fünf Öfen laufen haben. So, und dann gehen wir wieder hoch in den alten Tinkerraum. Boah, wir haben genug. Wir haben definitiv genug. Gehen hier wieder hoch. Und wir müssten auch, fällt mir gerade ein, wir müssten auch das hier wegmachen. Das war
Ja, das war mega intelligent. War das hier? Ne, noch ein höher. Ah, was ist das? Warum habe ich es nicht geschafft? Was? Hä, vorhin bin ich doch da gleich drauf gekommen. Wo ist der Fehler? Finde ihn. Ansonsten, ganz ehrlich, baue ich mich gleich mit Erde hoch. Das geht natürlich auch. Ah, wir können ja auch hier lang. Das geht natürlich auch. So, und das große Problem ist, dass man nichts sieht. Wie machen wir das jetzt? Habe ich hier eine Spitzhacke? Haben wir. Gut, und dann würde ich sagen, gegebenenfalls werden wir das halt ganz oben nochmal ändern, das ist ja gar kein Problem. Boah, es ist so dunkel, es ist so dunkel. Ich mach mal, die fallen ja eh dann später runter, wenn wir das hier wegreißen, dass ihr überhaupt mal was seht. Weil das ist ja ein bisschen witzlos. So, und ich glaube, wir haben echt genug gebrannt. Sehr schön. So, und ciao. Oh. Ja, wir tun sie hier mal rein. Ist egal. Wir haben genügend davon. Und wir können auch noch eine Menge Nachschub produzieren. So, da haben wir schon mal eine Ebene. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, mehr brauche ich auch gar nicht. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Ich glaube, das war schon zu viel sogar. Denn ja, wir können das alles einreißen. Es wird nochmal dunkel. Es tut mir leid. Es wird nochmal dunkel. Die Frage ist natürlich jetzt, kommen wir dahin? Nee, das ist zu hoch. Dann war der andere doch richtig. Wir holen die mal, wir haben nicht so viel von diesen Steinen. Wobei die, glaube ich, dann eh nochmal neu gebrannt werden müssten. Aber das kriegen wir ja schnell hin. Ja, haben wir die Kohle gar nicht gebraucht. Können wir Philipp sogar wiedergeben. Sehr schön. Sodele. Dann gehen wir mal gucken. Wir müssten da jetzt irgendwie... Das ist so dunkel hier. Das ist... Die Frage ist, die Frage aller Fragen ist ja, was machen wir wo? Setzen wir hier jetzt den Block oder da? Ich glaube, das ist richtig. So. Das machen wir auch so. Boah, das wird hier echt dunkel. Ich setze hier mal Fackeln. Den machen wir nochmal weg. Ja, und dann haben wir eigentlich schon mal gut was geschafft. Das war natürlich doof.
So, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter. Wir schauen uns mal an, was wir da geschaffen haben. Auch das ist natürlich immer eine interessante Frage. Wir sammeln den Stein ganz kurz ein und die Fackeln. Das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Wenn man das so sieht. Hier unten dann der Ofen. Und wenn man hier oben steht und da runter guckt, dann ist das schon beeindruckend. Hey, da macht man hier eine Glasfassade hin oder so. Und dann sieht man den Ofen in voller Pracht. Ja, das ist, ja, very interesting. Gut, ich würde sagen, das Gröbste haben wir. Da heute der Stream irgendwie nicht voll wird, bin ich fast dafür, dass wir jetzt eine Pause machen. Denn ich müsste eh in spätestens einer Stunde aufhören. Das Dumme ist, wenn ich jetzt hier anfange, da alles zu machen, boah, das könnte länger dauern. So, hier ist er schon fertig. Sehr gut. Level 45. Ja, dann kann ich Philipp den Kohleblock noch wiederbringen. Das wäre mir auch ganz angenehm, dass er seine Sachen wieder hat. Und da ist alles raus. Und ich würde sagen, dann war das heute ein kurzer Stream von einer Stunde. Geplant waren, ja, anderthalb, zwei Stunden. Nur wie gesagt, ich muss pünktlich um 11 hier aufhören. So oder so. Wir haben es jetzt, bald 10 nach 10 schon. Und bevor ich jetzt hier was Neues anfange, ich könnte die Decke vielleicht noch machen, aber das können wir auch im nächsten Stream dann machen. Vielleicht ist dann auch ein bisschen mehr los, ein bisschen Aktivitäten. Das war heute vielleicht auch einfach ein bisschen zu früh. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen auf jeden Fall und würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft wieder da seid. Hier ist Julia, hallo. Und lasst doch gerne mal Kommentare da, wie ihr das gefunden habt. Und ob diese Vorstellung mit diesem Ofen und diesem Seitengang und so, ob das in Ordnung ist oder ob ihr sagt, Mensch, das ist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ja, lasst es gerne in den Kommentaren da. Ich lese mir das durch. Moinsen, der liebe Seth Drunk Koala ist wieder da. Ja, du warst gestern auch da, ich erinnere mich. Schön, dass du wieder hierher gefunden hast. Ich werde die Aufnahme aber leider beenden. Ich kann noch mal ganz kurz zeigen, was wir gemacht haben. Wir haben hier im Endeffekt, die Etage ist es. Boah, es ist ein bisschen dunkel. Hier war auch ein Boden, den haben wir komplett ausgehoben und das alles schwarz gemacht. In dieser Aufnahme ein bisschen was ausheben, habe ich vorher schon getan, aber wir haben hier alles mit schwarzem Granit jetzt gemacht. Hier kommt die Schmiede hin. Die Tinkerschmiede, die wir hier vorne haben. Flaumel, Fellow, ja, hello, hallo, willkommen. Und diese kleine Schmiede, die wir hier haben, diese poplige kleine Schmiede, die wird im Endeffekt dann, von hier sieht man es nicht, die wird im Endeffekt hierhin versetzt werden und riesig werden. Aber das werden wir wahrscheinlich erst am Dienstag machen. Ich werde wahrscheinlich am Dienstag wieder streamen, morgens oder vormittags. Und muss mal gucken, der Philipp oder ich, einer von beiden. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Leider muss ich heute zeitnah aufhören. Ich habe noch Verpflichtungen, denen ich heute nachgehen muss. Und wie gesagt, die nächsten Tage kann ich leider nicht. Ich werde ganz normal Let's Plays veröffentlichen. Es fängt auch ein neues Let's Play morgen an auf den Kanal. Also da auf jeden Fall mal reingucken. Vielleicht ist es ein Spiel. Seth Drunk Koala, ob ich morgen streame? Nee, das geht morgen leider nicht. Also ich kann morgen leider wirklich überhaupt gar nicht. Und der Philipp hat momentan mit seiner Grafikkarte Probleme. Da geht die Kühlung nicht. Also der Ventilator, da muss ich mal gucken, wie ich ihn da über die riesen Entfernung, die wir haben, helfen kann. Und das heißt, sein PC geht immer aus mit dem Stream. Ich glaube, wenn der Philipp seine Grafikkarte nicht wieder zum Laufen bekommt, wird der früheste Stream am Montag sein. Wahrscheinlich aber sogar erst Dienstag leider. Aber ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Der Vincent war ja auch mit dabei, ist ja gerade essen und das freut mich natürlich. Wenn man dann immer die Gesichter wiedererkennt, die einen zuschauen, ist das eine tolle Sache und wir können dann auch mal gucken. Also ich muss mal gucken, wie ich so ein Abstimmungssystem machen kann. Wir können auch was anderes spielen als Minecraft dann, da bin ich flexibel. Ne? Also wir könnten auch sagen,
Hier ist übrigens unsere... Kann ich das nicht umblättern hier? Ging das nicht so? Ach, die Hand muss ich haben, glaube ich. Nö. Ah, doch. Doch, doch. Da können wir dann auch andere Spiele spielen. Also da bin ich wirklich frei. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht sollte ich auch einen festen Streaming-Tag mal einfach einführen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber da müssen wir mal gucken. Das Problem ist, ich werde den nicht immer halten können. Leider ist das ein bisschen problematisch bei mir. Ja, ich werde jetzt leider trotzdem aufhören müssen. Ja, ich freue mich auch auf Dienstag. Ich freue mich auch auf Dienstag. Der Z-Drunken Koala hat geschrieben, dass er sich auf Dienstag freut. Ich freue mich auch auf Dienstag. Wie gesagt, Montag, wenn ich Montag streamen sollte, dann werde ich das wie immer vorankündigen. Das heißt, ihr bekommt eine E-Mail, wenn ihr den Kanal abonniert habt und die Benachrichtigungen bei YouTube anhabt. Ich stelle immer eine halbe Stunde vorher, versuche ich das, oder 20 Minuten vorher, eine Benachrichtigung an alle rauszuschicken, dass ich dann streame. Und dann werdet ihr auf jeden Fall informiert. Und sollte der Philipp das machen, dann bekommt ihr halt ja, natürlich auch eine Nachricht. Nur, ich glaube, er kann nicht eine Vorankündigung machen. Das geht nicht, weil er hier kein Admin auf dem Kanal ist. Ja, er hat einfach den Streaming-Key und streamt dann. Das heißt, da kommt sofort eine Benachrichtigung, dass er am Streamen ist. Aber das ist ja auch okay. Ja gut, ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich kann auch ein schönes Wochenende sagen, auch wenn erst Donnerstag ist, aber wir werden uns halt vor Montag, wahrscheinlich eher Dienstag, nicht hören. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.